Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute kommen wir bereits zum 10. Teil der Serie RAF-Mitglieder und was sie heute machen. In diesem Fall geht es um eher weniger bekannte ehemalige RAF-Mitglieder. Da haben wir einmal Sieglinde Hoffmann, die wurde am 14. März 1945 in Bad Königshofen unter Franken geboren. Sie war 1977 an der Entführung und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer und 1979 am Anschlag auf den damaligen NATO-Oberbefehlshaber in Europa, Alexander Haig, beteiligt. 1980 wurde sie verhaftet, zweimal verurteilt und schließlich 1999 aus der Haft entlassen. Wie sah ihr Werdegang aus? Nach dem Besuch einer katholischen Mädchenschule machte sie eine Lehre als Arzthelferin. Nach ihrer Fachhochschulausbildung zur Sozialarbeiterin in Heidelberg war sie ab 1970 als Sozialarbeiterin im Bereich Drogenberatung im Geschäftsbereich der Erzdiözese Freiburg tätig. Sie radikalisierte sich über ihre Arbeit im sozialistischen Patientenkollektiv in Heidelberg und schloss sich dann 1976 der RAF an. Im Sommer 1976 absolvierte sie zusammen mit anderen Mitgliedern der sogenannten Haag-Meyer-Bande, unter anderem Siegfried Haag, Peter Jürgen Boog und Stefan Wisniewski, in einem Trainingscamp der PFLP im Südjemen eine militärische Ausbildung und beteiligte sich an den ersten Planungen zur Offensive 77, deren Ziel die Freipressung der in deutschen Gefängnissen einsitzenden RAF-Mitglieder war. Nach der Verhaftung Haags übernahm im Februar 1977 Brigitte Mohnhaupt die Führung der RAF. Hoffmann wurde schnell zu deren wichtigster Vertrauter und fungierte in den folgenden Monaten und Jahren später als eine Art Stellvertreterin. Der BKA-Chef Horst Herold bezeichnete sie damals als die Stabschefin der Mohnhaupt. Als Mitglied des engsten Führungskreises der RAF war sie maßgeblich an Planung und Ausführung der Terroranschläge der Offensive 77 und des Deutschen Herbstes beteiligt. Am 5. September 1977 eröffnete sie mit einem Schnellfeuergewehr das Feuer auf den Konvoi des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer und gehörte in den folgenden Wochen zu Schleyers permanenten Bewacher. Am 11. April 1978 wurde sie zusammen mit Mohnhaupt und Boog in Zagreb verhaftet. Im November 1978 jedoch von den jugoslawischen Behörden nach Aden im Südjemen abgeschoben. Von dort kehrte sie im Frühjahr 1979 nach Europa zurück und beteiligte sich an dem Mordanschlag auf den damaligen NATO-Oberbefehlshaber in Europa, Alexander Haig. Im Mai 1980 verhandelte sie im Auftrag Mohnhaupts über den Zusammenschluss der RAF mit der Bewegung 2. Juni. Wurde aber bei einem konspirativen Treffen in einer Pariser Wohnung festgenommen. Gegen die Zusage, Hoffmann nicht wegen Mordes anzuklagen, wurde sie an die Bundesrepublik Deutschland ausgeliefert. Im Juni 1982 wurde sie wegen versuchter Geiselnahme, versuchten Menschenraubs und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Verurteilung für die Beteiligung an der versuchten Entführung Jürgen Pontus basierte im Wesentlichen nur auf den Aussagen des Kronzeugen Hans-Joachim Delvo. Später stellte sich heraus, dass sie an der versuchten Entführung Pontos, bei der dieser von der RAF erschossen wurde, nicht beteiligt war und ihre Verurteilung dafür ein Fehlurteil darstellt. Erst nach der im Juni 1990 erfolgten Verhaftung von RAF-Aussteigern, die unter Mitwirkung des Ministeriums für Staatssicherheit in der Deutschen Demokratischen Republik untergetaucht waren, wurde Hoffmanns Führungsrolle innerhalb der RAF in ihrer ganzen Bedeutung bekannt. 1995, kurz vor ihrer regulären Haftentlassung, wurde sie ein zweites Mal angeklagt. Und noch im selben Jahr wurde sie maßgeblich auf Basis der Aussagen der DDR-Aussteiger als Tatbeteiligte an der Entführung und Ermordung Hans-Martin Schleyers und wegen verantwortlicher Mitwirkung am gescheiterten Anschlag auf den NATO-Oberbefehlshaber Alexander Haig zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Aber bereits 1999 wurde sie vorzeitig
auf Bewährung aus der Haft entlassen. Das war dann allerdings eine sehr kurze Haftzeit für eine lebenslange Freiheitsstrafe unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Was sie heute macht oder was sie nach ihrer Entlassung gemacht hat, ist leider nicht bekannt. Dann kommen wir zu Peter Homer. Dieser wurde am 17. Juni 1936 geboren und starb am 15. Februar 2023. In Wikipedia wird er vorrangig als Journalist, Produzent und Autor bezeichnet. Allerdings galt er eine Zeit lang als Gründungsmitglied der Roten Armee-Fraktion, war dann aber einer der ersten, die sich aus dem Umfeld der sich gründenden Terrorgruppe löste. Noch im sogenannten RAF-Gründungsjahr 1970 kam es zum Zerwürfnis und im November 1971 stellte er sich dann den Behörden. Er kam nach 4 Wochen wieder frei, da sich jeglicher Verdacht gegen ihn zerschlagen hatte. Von ihm gibt es leider kein Bild, das ich hier verwerten kann, habe euch aber eine entsprechende Seite in der Beschreibung hinterlegt, in der ihr dann sehen könnt, wie er aussah bzw. wer er denn war. Obwohl er mit den Taten der RAF nichts zu tun hat, möchte ich ihn hier trotzdem nennen, da er auf den Listen der ehemaligen RAF-Mitglieder geführt wird. Peter Hohmann studierte in den 1960er Jahren Malerei an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste und arbeitete als freier Künstler und Journalist, unter anderem für die Zeitschrift Korrekt. Dort lernte er dann Ulrike Meinhof kennen, mit der er sich angefreundet hat. Die beiden haben dann in Berlin eine gemeinsame Wohnung gehabt und das führte dazu, dass Hohmann nach der Baader-Befreiung am 14. Juni 1970 in den Verdacht der Tatbeteiligung fiel und auf die Verhandlungslisten kam. Obwohl er tatsächlich nicht an der Aktion beteiligt war, entschloss er sich daraufhin unterzutauchen und zusammen mit Horst Mahler, Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof, Brigitte Astong und etwa 12 anderen zwischen Juni und August 1970 an einem Ausbildungscamp der Al-Fatah in Jordanien teilzunehmen, wo die Gruppe sich dann militärisch schulen lassen wollte. Und während des Campaufenthaltes traten die Widersprüche zwischen Hohmann und dem Rest der Gruppe schnell auf zutage. Und es kam zu schweren Meinungsverschiedenheiten, die schließlich zur Flucht Hohmanns aus dem Lager und zu seiner Rückkehr nach Deutschland führten. Unterstützt wurde er bei seiner Flucht von den palästinensischen Gastgebern des Camps, nachdem klar geworden war, dass die deutsche Gruppe unter dem maßgeblichen Einfluss von Bader beschlossen hatte, Peter Hohmann zu ermorden, da er für sie einen potenziellen Verräter darstellte. Bader soll dabei laut Hohmann eine als Schießunfall getarnte gemeinschaftliche Hinrichtung vorgeschlagen haben, an der alle Gruppenmitglieder teilnehmen sollten. Horst Mahler widersprach später in einem offenen Brief an Stefan Aust der Darstellung, dass er bei diesem Beschluss aktiv mitgewirkt habe. Also wenn man das mal so deuten möchte, sieht es wohl so aus, dass, oder sagt mir mein Gefühl, dass Hohmann sich erst da im Klaren wurde, was die RAF eigentlich vorhatte, dass es halt auch darum ging, massive Gewalt auszuüben und Menschen zu töten, zu entführen. Und anscheinend war er damit nicht einverstanden und hat sich dann eben von der RAF distanziert. Wie schon gesagt, er hat keine Straftat begangen, allerdings wird er eben auf den Listen geführt und deswegen erscheint er auch hier einmal in der Zusammenfassung, aber wie schon gesagt, eben nicht als Straftäter. Als Hohmann dann in Deutschland zurück war, nahm er Kontakt zu Stefan Aust auf, also vom Spiegel, und holte mit diesem die beiden Töchter Ulrike Meinhofs aus einem Versteck auf Sizilien ab und brachte die Kinder zu ihrem Vater Klaus-Rainer Röhl nach Hamburg. Zu dem Ehemann Klaus-Rainer Röhl von Ulrike Meinhof komme ich gleich auch nochmal kurz. Aus berichtete, dass es daraufhin in Hamburg einen Versuch Baders und Mahlers gegeben hatte, Hohmann und ihn zu erschießen, den beide nur knapp entronnen seien. Hohmann hielt sich noch einige Zeit in Hamburg versteckt, bevor er sich am 17. November 1971 in Hannover den Behörden stellte. Kurz zuvor hatte er dem Spiegel ein ausführliches Interview gegeben, in dem er sich in Bezug auf sein persönliches Verhältnis zu den ehemaligen Genossen teils noch bedeckt hielt.
Die Dynamik der terroristischen Gewalt und der staatlichen Reaktion darauf aber bereits genau analysierte. Er war somit einer der ersten, die sich dezidiert aus dem Umfeld der sich gründenden Terrorgruppe lösten. Hohmann begleitete anschließend die Frühphase der RAF mit aufsehenerregenden Interviews und Veröffentlichungen, in denen er scharfe Kritik an deren militanten Vorgehen übte. Also kommen wir nochmal kurz zurück zu Klaus Rainer Röhl. Dieser hatte insgesamt 3 Kinder. Ein Kind aus einer vorherigen Beziehung und 2 Kinder mit Ulrike Meinhof. Und die Tochter aus der ersten Ehe, Anja Röhl, warf im Mai 2010 ihrem Vater, Klaus Rainer Röhl, vor, sie als Kind verbal und durch Anfassen sexuell zumindest belästigt, wenn nicht sogar missbraucht und nachhaltig geschädigt zu haben. In einem offenen Brief verwahrte sich Klaus Rainer Röhl gegen die Vorwürfe und vermutete, dass der eigentliche Hintergrund der Beschuldigung ein politischer sei, nämlich die Weißwaschung der RAF-Ikone Ulrike Meinhof. Bettina Röhl kritisierte ihre Halbschwester Anja, das ist dann eine Tochter von Ulrike Meinhof, beschuldigte aber im Mai 2010 ihren Vater, zwischen 1970 und 1973 auch ihr gegenüber sexuelle Übergriffe begangen zu haben. Es habe keine gewalttätigen Übergriffe gegeben, aber natürlich Übergriffe, und es gab eine Ausnutzung der häuslichen Lebensgemeinschaft zwischen Vater und Kind. Dies sei für sie eine Lebenslast gewesen und sie habe im Sommer 2007 den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen. Aber auch diese Vorwürfe hat Klaus Rainer Röhl dann abgestritten. Er sagte, sie seien unwahr oder missverständlich formuliert und beruhten auf einer pubertären Phase. Er starb Ende November 2021 am Vortag seines 93. Geburtstags und seine Grabstätte befindet sich auf dem Kölner Südfriedhof. Ja, und in den 1970er Jahren nahm Peter Hohmann dann seine Arbeit als Journalist wieder auf und arbeitete unter anderem als Autor für das NDR-Fernsehen. Ende der 1970er Jahre entwickelte er gemeinsam mit der Dirigentin und Festivalleiterin Irmgard Schleyer das Konzept einer losen internationalen Produktionsgemeinschaft von hochrangigen Künstlern aller Genres, die sich in wechselnder Besetzung zu zeitgeschichtlichen, künstlerischen und gesellschaftspolitischen Themen zusammenfinden. Und hierfür erfand er eine neue Form der musikalisch-literarischen Revue. Die Chansons, Literatur, Szenisches, Kunst- und Zeitdokumente, zeitgenössisches, modernes, klassisches und populäres in Dramaturgien von großer erzählerischer Dichte und historischem Zusammenhang präsentierte. Ende der 1990er Jahre lebte Hohmann als Journalist in Hamburg. Anfang der 2000er Jahre zog er nach Berlin und arbeitete gemeinsam mit seiner Ehefrau Irmgard Schleyer in der künstlerischen Leitung zahlreicher musikalisch-literarischer Revuen. 2008 wurde seine Rolle in der Roten Armee-Fraktion im Film Der Bader-Meinhof-Komplex von Jan-Josef Liefers dargestellt. Zuletzt lebte und arbeitete er gemeinsam mit seiner Ehefrau im Wendland an der Organisation von Kulturveranstaltungen. Also diesen Film, der Bader-Meinhof-Komplex, den würde ich euch tatsächlich mal empfehlen anzuschauen. Der ist sehr interessant und gibt einen recht guten Einblick in die Anfänge der RAF. Und auch die Schauspieler stellen die entsprechenden Charaktere sehr gut dar. Dann kommen wir noch zu Werner Arthur Hoppe. Über den gibt es auch sehr wenig Informationen. Geboren wurde er auf jeden Fall am 7. Februar 1949 in Hamburg und er hat 1970-71 die erste Generation der RAF durch Fahrzeugdiebstähle und Einbrüche in Meldeämtern unterstützt und war auch an einem Banküberfall beteiligt. Im Juli 1971 wurde er in Hamburg verhaftet und schoss dabei auf Polizisten. Deswegen wurde er 1973 wegen versuchten Totschlags zu 10 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. 1979 wurde er wegen einer schweren Erkrankung vorzeitig aus der Haft entlassen. Werner Hoppe lebte 1970 in Berlin und als Mitglied der studentischen Organisation Lumpenproletariat kam er in Kontakt mit der ersten Generation der RAF. Er gehörte zur Unterstützerszene und war einer der Autoknacker der Gruppe.
Im Jahr 1970 beging Hoppe mindestens 7 Fahrzeugdiebstähle für die RAF, waren mindestens einem Banküberfall und einem Einbruch zwecks Dokumentendiebstahls beteiligt. Am 15. Juli 1971 wurde Hoppe, nachdem noch nicht gesucht wurde, während einer Großverhandlung in Hamburg verhaftet. Zum Zeitpunkt der Verhaftung war er mit dem RAF-Mitglied Petra Schelm unterwegs. Petra Schelm wurde bei der Festnahme erschossen. Sie war das erste Todesopfer im Zusammenhang mit der RAF. Ja, in einem anderen Bereich heißt es, dass er 1972 wegen dreifachen Totschlags zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er eben bei seiner Festnahme auf Polizisten geschossen hatte. Also anhand der Quelle nicht klar, ob das 1972 oder 1973 war. Und Terroristen der zweiten Generation haben dann vergeblich versucht, Hoppe und andere RAF-Häftlinge 1975 durch die Geiselnahme von Stockholm und im deutschen Herbst 1977 freizupressen. 1978 hat er sich von der RAF losgesagt und wurde 1979 vorzeitig entlassen, weil er eben in Haft schwer erkrankt war. Eine Quelle sagt dazu, dass diese Erkrankung eine Folge der Isolationshaft und des Hungerstreiks war. So, das war's mit der Folge Nummer 10. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!